Moin und herzlich willkommen zu Way of Redemption. So, wir machen nochmal ein 1 gegen 1. Ich nehme den hier und da spielen wir mal mit. Hey, noch andere? Nee, ne? Mendeley, ja. KI hinzu. Gegen Zufall. Machen wir auf einfach. Ah, gegen den Roboter. Okay. So, wir sind Team Rache gegen Team Erlösung. Bin mal gespannt. So, da steht nochmal alles drin, wie wir es machen können. Ultimates, defensiv, offensiv, defensiv, offensiv. Blocken, Gottes Segen. So. Wirft 3 Stille in der Form eines Kugels, aber reduziert ihre Größe. Okay. Wenn sie Stille kollidiert, explodiert sie und sie wird ein Effekt. Okay. Wenn ein dortes Gefängnis an besteht, ein Fenster, das ein Zug erscheint, wird Richtung des Gegners rennen, dann ist es für Besitzung des Fenster zu explodieren, so zu Angst bei den Gegnern. Ich würde sagen, Zuginvasion finde ich eigentlich ganz nett. 2-1! Redemption! Los! Spiel rüber! Ja, das war nicht gut. So. Oh, 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 shit. Oh, Tor. Nee, nicht. Als ob. Als ob das geklappt hat. Als ob das kein... Was ist das für eine Scheiße? Was? Ist er irgendwie mega... Er ist ja mega gut. Hätte ich hochspringen müssen. Das war kein Tor, wirklich? Yes. Das ist ein Tor. So. Er scheint irgendwie so eine spezielle Fähigkeit bei sowas zu haben. Kann das sein? Er ist super schnell. Sehr gut. Ich glaube, ich habe meine ultimative Fähigkeit. Wie kann ich meine Ulti nochmal einsetzen? Ich glaube... Warte mal. Einstellungen. Ultimates. LL. Ja, wollte ich einsetzen. Punkte. Nee. Defensiv, Aktion, Blocken, Zischen, Gottes Segen, Gelupft, Bewegung, Schnellchat, Lenkfähigkeiten. Ach, ich kann ja auch noch lenken. Ah. Sehr gut. Wunderbar. Ah, ich verstehe so langsam. Das ist ein bisschen komplizierter, das Game, aber das hat auf jeden Fall Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch hier gerne nochmal drunter schreiben. Warum möchtet ihr gerne die Spiele haben? Denn es gibt auch natürlich auch noch immer noch Codes für dieses wunderbare Game. Und das dürft ihr natürlich auch gewinnen. Wenn man es natürlich verlosen kann, kann man es natürlich auch gewinnen. Oha, shit. Das war knapp, Mann. Ha! Oh, was? Als ob er noch rangekommen ist. Sehr... Ah, guck mal. Da sind es diese Zurks, wo es die 15%ige Chance gibt, dass sie auftauchen. Nein. Oh, scheiße. Da oben lang? Da oben rein? Sehr, sehr gut. Oh, nein. Ah, okay, ich verstehe. Weil ich auf das Grüne raufgegangen ist, bei mir ist quasi so ein Tor zwischen. Ah, ich verstehe. Oh, das gewinne ich. Das gewinne ich. Ey, die Runde gewinne ich. Safe. Oh, scheiße. Das war... Oh, was? Den hat er noch gekriegt? Sehr gut, ich hab's wieder aktiviert. Tor, komm schon, treff ihn. Ja! Erste Runde gewonnen. Wunderbar. Mit einer biomedischen Infektion gewonnen, hört sich die Auslösung meine... Alle verbinden, verblieben 5%. Nee, das brauche ich ja nicht. Ja. Zug verdient. Zug beim Aufbauen ist es explodiert. Ja, nehmen wir das. Okay. 2-1. Redemption. Oh, fuck my life. Ach, schade. Ich wäre gerne noch da oben rangekommen. Aber wir müssen natürlich jetzt hier aufstellen. Und wir haben es aktiviert. Wunderbar. Das werden wir die ganze Zeit immer aktivieren.
Es gibt nämlich einige Vorteile. Wie zum Beispiel, dass das Tor zu ist. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter Vorteil. Tor! Alter, was ein Tor! Leck mich an der Eier, war das ein geiles Tor. Zack und... da! Tor! Tor! Yes! Voila! Noch ein Tor! Wunderbar! Muss da hin. Ja gut, ich habe alle drei wieder aktiviert. Alter, das wird ja easy peasy. Ich glaube, wir können die auch gleich mal höher stellen. Ich will gleich mal gucken, was passiert, wenn wir die auf höllisch schwer stellen. Da werde ich wahrscheinlich gebumst wie sonst was. Was? Hat er noch gekriegt? Ich habe meine Ulti gemacht. Wenn man das sieht auf dem Boden. Egal, ich will das aktiviert haben. Alter, ein Tor, weil das Tor zugegangen ist. Das beste Tor der Nation. Darüber. Nices Ding. Nein. Oh, verdammtes. Verdammte Axt. So. Oh, shit. Ja, Reaper. So, jetzt komm schon. Lass ihn irgendwie übertäubt werden. Tor! Oh, komm schon, nur noch ein bisschen, nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Ha! Ich habe ihn vom Tor zurückfallen lassen. Was ein geiles Tor. Teamrache ist erlöst. Sehr, sehr gut. Zurück ins Menü. Ich möchte mich jetzt einmal gucken, was passiert, wenn ich die auf schwer mache. So. Ich möchte ganz gerne mal die Arena nehmen. So, Nehmen wir mal den Roboter, oder? Nee. Wir nehmen mal ihn hier. Und, genau, für KI hinzu. So, auf höllisch. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt, was jetzt passiert. Mit Ball, Angriff ohne Ballverteidigung. So, wenn der Schiff den Ball fängt, beginnt die Ausgangsposition. Mit dem Einsatz von Schiff besitzt das Schiff. Okay. One. Redemption. So. Mal gucken, wie er auf höllisch reagiert. Ob der da... Oha. Tor! Kann es sein, dass das Schwierigkeitsgrad gar nicht bringt? Also so gar nichts? Oh, doch. Jetzt zieht er an. Jetzt zieht er an. Alter, guckt euch das an! Was war das denn gerade Geiles? Das war gerade mein Ulti. Hier bewegt sie nicht mehr. Doch, sie bewegt sie wieder. Oh, guck dich an. Was ein geiles Tor. Ihn feiere ich bisher jetzt hier gerade. Mein Typen, den ich jetzt habe. Feiere ich richtig. Zack, 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 zack. Alter, die geile Ulti. Ist ja mega geil. Wenn man sich erstmal ein bisschen eingespielt hat. Halleluja, ist das Spiel geil. Zu. Und bum 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 bum. Tor! Oh, läuft bei uns. Das läuft bei uns. Oh shit. Jetzt ist so ein Winball auch noch. Zack, zack. Oh! Wow! Ein guter Wurf, Madam. Critical.
Oh, shit. Fuck. Lupfer? Oh, fuck. Wie schnell sie denn ist, ne? Dieses Event rettet mir hier echt auf den Arsch. So wirklich sehr, sehr oft. Eigentlich wollte ich nur noch einmal eine Ulti machen und dann habe ich ja eigentlich schon. Wollte ich gerade sagen, irgendeinen treffe ich ja. Nice! Also das werden 15% verstärkt, aber ist sekundenlang weniger aktiv. Nein. Seine erhöht ihr 10 eines kritischen Treffer um 10. Ja. Wenn ich nach 5 kritischen Treffern mit einem Wurf mehr. Ja, das möchte ich. Das möchte ich. 2. Wow. Du wirfst eh erst darüber, ne? Als ob du jetzt das erste Mal zu mir rüber wirfst. Sonst die ganze Zeit wirfst du immer darüber. Kann ich es eigentlich werfen? Quasi? Oh. So, fangen wir direkt mal mit der Ulti an. Hast du gedacht, wa? Nein! Auf höllisch macht er ja richtig Spaß, der CPU. Dass ich aber auch als einziger die ganze Zeit die Map aktiviere, ne? Richtiger Noob-Filter ist diese Map. Oh. Oh, was meinst du, wenn das mit... Wir spielen das nächsten Part auf jeden Fall mit 2. Es wird auf jeden Fall noch ein Part geben. Ich spiele auf jeden Fall mit 2 Typen dann. Schade, dass Maeve oder so... Ich hatte Maeve angeschrieben. Maeve meldet sich aber nicht. Ich wollte, dass Maeve mitspielt, aber... Ja. Hashtag blame Maeve. Oh, fuck my life. Oh, fuck. Rüber. Ah, man sieht also, okay, der Typ ohne Mütze. Also, die anderen Typen sind quasi alle ohne Mütze. Und die sind natürlich dann die Fake-Dinger, verstehe ich. Zack, rüber. Lass einfach die ganze Zeit gegen die Tür, gegen die Wand knallen. Oh, das war knapp. Das hätte böse enden können. Oh, jetzt lass mich nochmal ein Tor machen. Als ob er mich mit, weißt du? Sehr gutes Tor. Komm schon. Wer ist eigentlich der dicke Jabba, der hat da? Ist der eigentlich der Boss? Irgendwie so? Sorgt er dafür, dass wir hier quasi gegeneinander kämpfen? Ist er quasi so quasi der Game Master oder was oder wie oder wo? Eigentlich nur noch einmal die Ulti einsetzen, dann habe ich es ja schon. Ich wollte sagen, einen treffe ich ja wieder. Bam! Nices Tor, Mates. Und Materine. Geil gemacht. Wunderbar, meine lieben Freunde. Sondern das... Ne, ich wollte nicht nochmal auf nochmal drücken. Ist auch egal. Meine lieben Freunde, das war's für den Part heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal machen wir 2-on-2. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis zum nächsten Part von Way of Redemption. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.